Hey, hallo, hallo, ist das Mikro an? Hallo, mein Name ist Vlad und ich habe etwas Krasses gemacht. Einen Comic gelesen. Ja, ich weiß, hat man es nicht von mir erwartet. Ein wahrer Marvel-Klassiker, Infinity Gauntlet als Omnibus. Weil ich reich bin. Spaß. Der ist schwer. Ich glaube, einige von euch fanden damals flüssiger, als der Comic rauskam. Gut, zugeben, ich auch. Aber ich wollte trotzdem mal gucken, ob der Comic heutzutage immer noch empfehlenswert ist. Deswegen Überleitung zum Intro. Ja, das war die Überleitung. Oha! Okay, dann starten wir mal mit der Story. Ich muss leider so ein paar Bilder einblenden und deswegen brauche ich jetzt so einen Greenscreen oder so. Greenscreen. Also, wir starten jetzt aber nicht in der Main-Reihe, sondern es gibt ganz viel Prolog in der Silver Surfer-Serie. Der Cosmic Beach Boy rastet auf einem Samtplaneten, so Dune-Style, und schiebt übelst Paras. Und wir als Leser lernen, dass Thanos auf den Tod crusht. Der Tod ist bei Marvel nebenbei eine Goff-Mummy, so ein bisschen wie Rhea Ripley. Ich mag Rhea Ripley. Ja, dann labert Thanos den Surfer zu, dass einfach zu viele Lebewesen im Universum chillen und das ist halt schlecht, weil Gleichgewicht wird gestört. Wäre eigentlich eine fresh Idee, so die Hälfte von allem zu killen. Der Purple Dude verpisst sich und der Surfer wacht dann endlich aus seinem Ayahuasca-Trip auf. Der Surfer sprintet dann zur Erde, quatscht dann mit Captain America über die kommende Bedrohung. Cap so, kein Plan, hier ist Exposition, 6 Infinity Gems, die sind übelst heftig, die darf Thanos gar nicht bekommen. Und Surfer so. It is Thanos Jets. Katago Pest. Dann spawnen Drax, der sah damals bisschen anders aus und es gibt ein heftiges Team-Up mit Silver Surfer, um Thanos zu stoppen. Währenddessen kapert Thanos die Flotte seiner Enkelin Nebula und macht aus ihr ein Brathähnchen. Naja, eigentlich war die Flotte vorher ja seine. Um den Tod jetzt aber zu beeindrucken, also diese Goff-Lady, sucht der Mad Titan Thanos nun die 6 Soul Gems. Falls ihr euch schon die ganze Zeit fragt, Soul Gems, Infinity Gems, Bruder, was? Gute Frage! Das sollte dramatisch jetzt sein, hat leider nicht geklappt. Also die Soul Gems sind eigentlich die Infinity Gems. Eigentlich wurden die Soul Gems irgendwann umbenannt in die Infinity Gems, schon teilweise während dieses Events Infinity Gauntlet so. Und später gab es halt sogar einen Redcon und die Steine hießen dann Infinity Stones. Deswegen so, wie ihr sie heutzutage halt kennen, ne? Aber dauert jetzt zu lang zu erklären, warum, war. Ich glaube, ihr habt auch keine Zeit, war. Und dann kam die Thanos Quest Mini-Reihe, in der Thanos die Infinity Gems also jetzt suchte. Das wäre es das One Piece. Den ersten Klunker, den Soul Gem, rippt er sich von Inbetweener, gefolgt vom Power Gem, den vorher Champion hatte. Dann geht es zum Gardener, von dem sneakt sich Thanos den Time Gem. Den Space Gem kriegt er dann vom Apo Red, bin der Main Character. Ich meine Runner, den Reality Gem von Collector und vom Grandmaster am Ende den Mind Gem. Und wenn ihr jetzt erwartet, dass ich euch erkläre, wer all diese Leute sind und was die Gems einzeln können, ich glaube, das dauert jetzt zu lang, wa? Ich glaube, ihr habt auch keine Zeit jetzt hier, wa? Tja, und jetzt ist Thanos übermächtig und was macht er? Erstmal nichts. Der Silver Surfer und Drax und Thanos auf der Spur, während er in einer riesigen Space-Festung mit seinem Crush und Mephisto chillt. Und der ist die ganze Zeit am Trollen. Also er kann längst das gesamte Universum eigentlich zerbumsen, schaukelt aber stattdessen einfach nur für zig Silver Surfer-Ausgaben sein Eier. Mittlerweile wird Silver Surfer begleitet von, ich muss leider jetzt vorlesen, ich kann mir die Namen von diesen ganzen Leuten nicht merken, Drax, Gamora, Adam Warlock und ein Space-Gnome, so sieht er aus. Das ist einfach ein Space-Gnome, was soll ich sagen, das ist halt Marvel, Digga. Die Gruppe eilt jetzt also zur Erde, um die Avengers vor Thanos' Plänen zu warnen. Was der Silver Surfer schon längst gemacht hat. Oh, sorry, ich glaube, das Mikro war nicht an. Weil, was der Silver Surfer schon längst vorher gemacht hat bei Captain America. Nebenbei suchen sie sich weitere Verbündete für den Kampf. Einen kleinen Abstecher gibt es dann nicht nach Doobie-Movie, sondern zu Galactus. Peter Helpen Shimiru, Ichibin in Yepi. Nyet. Hosso. Und nach über 400 Seiten von diesen Omni... Und nach über 400 Seiten von diesem Omnibus geht erst jetzt das Main Event los. Der Mad Titan hat jetzt genug gechillt und will nun the Head of the Table sein. Brody würde ganz vorsichtig mit der Aussage sein. Also kommt das ikonische Schnipsen, was 50% aller Lebewesen im Universum ausradiert. Zurück auf die Erde, komplettes Chaos, als wäre es der Black Friday Sale. Und nicht nur, dass 50% aller Lebewesen jetzt weg sind, sondern es auch folgt jetzt eine Naturkatastrophe nach der anderen. Nun verbünden sich die verbleibenden Helden und Schurken.
Och nee, Digga. Um unter Adam Warlocks Kommando Thanos zu zerbumsen. All eure Lieblingshelden sind dabei. Firelord, Namor, Cloak, Pip, der Space Gnome, Quasar, She-Hulk. Och nee. Na gut, ein paar OGs sind jetzt auch dabei, ja? Hier, Spider-Man ist auch da. Und Leute, Thanos hier. Und weil all diese Leute nicht ausreichen, bittet jetzt der Silver Surfer, Adam Warlock und Quasar bei einigen Space Chats um Hilfe. Also, wir haben Galactus, der hat gar keinen Bock. Dann haben wir Infinity, wir haben so einen Watcher, wir haben, wen haben wir hier noch? Kronos, Titan, irgendwas. Einen Watcher, hier The Living Tribunal, Lord Chaos, Master Order, Love and Hate. Und dann haben wir sogar noch zwei Celestials hier am Start. Also, da sind alle dabei so. Also, alles Leute, mit denen ich mich persönlich nicht anlegen würde. Und ich bin krass. Dank Dr. Das ist ja gar nicht mein Mikrofon. Dank Dr. Dooms magischem 49-Euro-Ticket porten sich halt die ganzen Helden dann hin zu dieser Festung von Thanos. Und es geht los mit dem Main-Kampf hier. Hier WrestleMania, Royal Rumble, Cody Rhodes. Ich versuche jetzt einfach so viele Wrestling-Fans, wie es geht, in dieses Video zu packen, aber irgendwann macht es gar keinen Sinn mehr. Und der Kampf geht... Digga. Und der Kampf geht los, Digga. Guck. Guck hier. Das Problem halt, ne, Thanos ist ja immer noch der Giga-Chat mit seinen Infinity Gems und slappt einen nach dem anderen weg. Thor's Hammer, juckt nicht. Cap-Schild, easy. Cyclops Strahlen und Wanda's Chaos-Hex gleichzeitig, schickt da, Digga, egal. Sogar gegen Drax und Hulk im Tag-Team haben die zero Chancen, Digga. Tschüss, neue Herausforderer, ey, was geht ab? Ey, wer kommt jetzt? Ey! Auch die ganzen kosmischen Big Player joinen der Party und die können gar nichts ausrichten, weil Thanos einfach OP ist, ne? Was wollt ihr machen, Digga? Was wollt ihr machen? Thanos zeigt euch den. Ihr könnt nichts machen. Gar nichts könnt ihr machen. Der hat die Infinity Gems. Der ist OP, Digga. Hey, ich sehe schon, was ihr in die Kommentare schreibt, ja? Wie besiegt man jetzt Thanos? Der ist doch zu OP. Warum habe ich immer noch kein Like auf dieses Video da gelassen? Also ihr könnt jetzt so denken, ich meine, ich zwinge euch jetzt auch nicht meine Videos zu liken, aber klar, stimmt, ne? Wie besiegt man jetzt Thanos? Der ist doch OP, wirklich. Ich sag's euch, Freunde, gar nicht. Thanos besiegt sich selber. Der ist so ein Dummkopf! Der Space Marvel verlässt nämlich seinen Körper, um eins mit dem Universum zu sein. Deswegen ist sein Körper ungeschützt. Deswegen sneakt sich Nebula den Handschuh. Deswegen wird sie Numero Uno im Universum. Deswegen müssen die Avengers fliehen, um einen neuen Plan zu schmieden. Und deswegen verbinden sich die Avengers in dieser Notlage mit Thanos. Also ich habe schon manchmal echt dumme Ideen um 3 Uhr morgens besoffen auf der Ponte. Aber das ist wirklich dumm. Ganz ehrlich, wie kann man so dumm sein? Im finalen Showdown rippt sich dann Adam Warlock den Handschuh, holt all die Toten zurück, portet alle zurück, wo sie hingehören. Und Thanos, der macht jetzt Farmville in Real Life. Ende gut, alles gut, Digga. Denkt ihr. Das war gerade mal die erste Hälfte von diesem Omnibus. Die zweite Hälfte sind zig Tie-Ins, die während oder nach der Serie spielen. Und teilweise, ja, also da passiert schon so einiges, aber ich glaube, ihr habt keine Zeit, wa? Also wir müssen, glaube ich, jetzt weitermachen, wa? Ja, okay, ich sag mal was dazu jetzt. Da waren so ein paar coole Stories dabei, wie der Super Surfer und Rhino entflohene Zootiere sammelten, so auf süß. Oder halt so ein paar Ausgaben aus der Hulk-Reihe, wo Abomination mehr so als Tragefigur inszeniert wird. Aber rund um alle Stories, die sich von sich aus funktionieren, weil sie dann gar nichts mit dem Main Event zu tun haben. Was kann ich also abschließend dazu sagen? Ich habe jetzt voll emotionales Fazit geschrieben, so Real Talk-Basis, würde jetzt aber nicht so traurige Musik oder so drunter legen, weil das wäre cringe. Also rundum ist Infinity Gauntlet Omnibus wie ein Burger bei Five Guys. Nicht schlecht, geht aber besser. Hälfte von Omni sind einfach nur Silver Surfer Comics. Hab jetzt viel mehr über die Figur gelernt, aber das Event war okay, ne? Sehr simple Handlung, man weiß direkt, was man bekommt, so. Gepau-Ha-Momente, die aber jetzt nach Jahrzehnten schon tot gespoilert wurden. Dass sie halt jetzt nicht mehr so diesen selben Effekt haben, so wie damals. Und Artstyle ist meistens okay so. Thanos macht sich als Big, das hab ich geschrieben, Digga. Big Bad Guy schon Bock, aber wie gesagt, Thanos ist ein Dummkopf. Er ist das mächtigste Wesen des Universums und er verliert halt trotzdem, ne? Also mir wäre das sicher halt nicht passiert, weil ich
bin ein Alpha. Ey, das, ich lese nur vor, was geschrieben ist, ja? Kommt runter. Rundum hat dieser Comic verdient, moderner Klassiker genannt zu werden, weil er hat Thanos zur Bedrohung gemacht, die er heute ist, und hat das Marvel Cosmic Universe vorangebracht. Viele Momente aus der Story sind jetzt bis heute iconic und dieses Main Event wird von vielen Fans bis heute krass gehypt. Böse Zungen behaupten sogar, Secret Wars, Secret Wars ist Schmutz und eigentlich war Infinity Gauntlet das erste richtige Marvel-Event. Und was weiß ich, das sind alles nur Betas. Punkt. Ganz ehrlich, nicht jeder ist so reich wie ich und ich scheiß auf alles und kann sich jetzt so einen Omnibus kaufen. Deswegen, wenn ihr echt Bock habt auf dieses Event, so holt euch irgendeinen Trade. Ja, Infinity Gauntlet war jetzt auch so beliebt, dass es gab sogar einen Nachfolger, Infinity War, muss ich noch lesen. Und es gab noch Infinity Crusade, muss ich auch noch lesen und kaufen. Und ja, das sind so meine nächsten To-Dos. Hab ja noch andere Omnis, die ich noch lesen muss. Ja, was soll ich sagen? Cooler Comic, hat Spaß gemacht. Wollt ihr was Lustiges hören? Dieses Mikrofon war jetzt im ganzen Video nicht angeschlossen. So random alles hier. Ja, mehr habe ich jetzt auch nicht zu sagen. Also, ihr könnt jetzt gehen. Also, das Video ist vorbei.